Zahnprobleme kann in bei Kindern häufig auftreten und sollten ernst genommen werden, um eine gesunde Mundhygiene zu gewährleisten. In diesem Video werden wir die häufigsten Zahnprobleme bei Kindern diskutieren und wie Eltern sie erkennen und behandeln können. 1. Karies. Karies ist eines der häufigsten Zahnprobleme bei Kindern. Es entsteht durch den Verzehr von zuckerhaltigen Lebensmitteln und Getränken, die zu einem Säureanstieg im Mund verführen und den Zahnmehl angreifen. Eltern sollten darauf achten, dass ihre Kinder regelmäßig die Zähne putzen und zuckerhaltige Lebensmittel reduzieren, um Karies zu vermeiden. Anzeichen von Karies sind weißliche Flecken auf den Zähnen oder Zahnschmerzen. 2. Zahnfehlstellungen. Zahnfehlstellungen können das Kauen und Sprechen beeinträchtigen und sollten zeitig behandelt werden, um langfristige Probleme zu vermeiden. Eltern sollten auf Anzeichen wie Eigenplatz zwischen den Zähnen, eigenes Auber oder Unterkieferwachstum oder abnormales Beiern achten. Eine zeitige Behandlung durch einen Kieferorthopäden kann helfen, Zahnfehlstellungen zu korrigieren. 3. Zahnverletzungen. Kinder sind oft aktiv und können beim Spielen oder Sport Zahnverletzungen erleiden. Eltern sollten sicherstellen, dass ihre Kinder einen passenden Mundschutz tragen, um Verletzungen vorzubeugen. Im Falle einer Zahnverletzung, wie dem Ausfallen eines Zahns oder einem Zahnbruch, ist es wichtig, sofort einen Zahnarzt aufzusuchen, um den Schaden zu beheben. 4. Zahnfleischentzündung. Zahnfleischentzündungen können durch eine unzureichende Mundhygiene verursacht werden und können zu Zahnfleischbluten, Schwellungen und Ratungen führen. Eltern sollten auf Anzeichen wie blutendes Zahnfleisch beim Zähneputzen oder Schmerzen beim Kauen achten. Eine regelmäßige Reinigung der Zähne und Zahnzwischenraum sowie regelmäßige Zahnarztbesuche kann ihnen helfen, Zahnfleischentzündungen zu verhindern. 5. Molarenincisiven Hypomineralisation, MIH. MIH ist eine häufige Entwicklungsstörung bei Kindern, die zu weißen oder braunen Flecken auf den Zähnen führen kann. Dies kann das Aussehen der Zähne beeinträchtigen und zu erhöhter Empfindlichkeit führen. Eltern sollten auf Anzeichen wie ungleichmäßige Flecken auf den Zähnen oder Schmerzen beim Essen achten. Eine zeitige Behandlung durch einen Zahnarzt kann helfen, das Erscheinungsbild der Zähne zu verbessern. Es ist wichtig, dass Eltern die häufigsten Zahnprobleme bei Kindern erkennen und Maßnahmen ergreifen, um sie zu verhindern oder zu behandeln. Eine gute Mundhygiene, regelmäßige Zahnarztbesuche und eine ausgewogene Ernährung sind entscheidend für die Gesundheit der Zähne ihrer Kinder. Indem Eltern aufmerksam sind und zeitig handeln, können sie dazu beitragen, dass ihre Kinder ein gesundes Lächeln behalten.